So, dear friends, followers und Freunde des gepflegten Simulatorfluges, schön habt ihr in mein neues Video gefunden. Wir schauen uns heute die aktuellste oder geupdatete Version der Pushback-Toolbar an, die es auf FlightSimTO gibt. Freeware, den Link habe ich euch unten in die Beschreibung gepackt. Und zwar haben wir hier ein wirklich cooles neues Feature, das integriert wurde. Und zwar das Pushback Pre-Planning. Das heißt, wir können unsere Push-Route vorher planen und dann fährt er die für uns so wie geplant ab. Ja, lang erwartetes Feature meinerseits. Und ja, wir schauen uns doch mal an, wie gut das umgesetzt wurde. Die Pushback-Toolbar, die könnt ihr euch wie gesagt runterladen auf FlightSimTO in den Community entpacken und dann erhaltet ihr hier dieses Icon. Könnt ihr drauf gehen und wir kommen hier auf dieses In-Game-Panel und neu ist eigentlich jetzt hier dieses Pre-Plan-Pushback. Und wenn wir da drauf gehen, seht ihr, erhalten wir hier eine Karte, wo wir sehen das Layout des Flughafens. Und kurz zur Bedienung, wir können hier, wenn wir Control oder Steuerung gedrückt halten, mit dem Mausrad drehen, können wir rein und rauszoomen. Einen Waypoint setzen können wir mit der linken Maustaste. Mit dem Mausrad können wir den Winkel des Fliegers ändern und mit der Zurück- respektive Backspace-Taste können wir einen Wegpunkt wieder löschen. Gut, sehr einfache Steuerung, finde ich gut gemacht. Und wir schauen jetzt mal, wir wollen hier zurückpushen aus dem Stand 610 und setzen uns hier mal einen Waypoint und dann drehen wir hier den Flieger so ab und wollen dann eigentlich schlussendlich, ja, ich würde sagen so relativ kurz, dann hingepusht werden. So, wenn wir fertig sind mit der Planung, können wir einfach die Enter-Taste drücken und dann sehen wir hier, wechselt das auf Cancel Planned Pushback, könnten wir drauf gehen, dann wird die ganze Übung abgeblasen. Wir wollen jetzt aber den Pushback requesten. Ich habe mir noch diese Custom Audio installiert, ist auch in dem Download enthalten von dem Pushback Tool und ist ein kleines Stapelverarbeitungsdateichen, das ihr ausführen müsst. Schaut euch das README an, da im Ordner drin und dann ja, kriegt ihr diese Custom Audio auch. Start and push. Okay, cleared for push start. Please release parking brake. So, lösen parking brakes die are released. Parkbremse und schauen jetzt. Commencing pushback. You can start the engines in sequence. It will start in the sequence. Gut, Flieger läuft nicht, wir haben gar nichts gemacht. Ich wollte nur dieses Tool kurz demonstrieren. Bin jetzt echt gespannt. Jetzt kann man sich beim Pushen dann noch auf das weitere Abarbeiten der Checklisten kontrollieren. Vorher war das immer ein bisschen doof. Man da von Hand eigentlich steuern musste. Jetzt sollte uns dann der Schwanz nach links. Macht er auch.
Sieht doch hervorragend aus. Bremse. Ich würde jetzt sagen, ich war jetzt der Meinung, ich habe nicht ganz so schief hingestellt, aber ansonsten muss ich sagen, ganz cool, ja. Dieses Preplan Pushback ist noch in der Beta-Version, daher kann ich mir gut vorstellen, dass hier vielleicht die Genauigkeit noch nicht ganz so ist, wie man sich das vorstellt. Für Free würde ich sagen, kann man sich sowieso nicht beschweren. Und ja, also ganz coole Geschichte. Wie gesagt, kostenlos auf Flight Sim Theo, wichtig, erst ab der Version 1.4.0, wir sehen es hier. Und das Ganze von Ambitious Pilots aka 68 Whiskey. Ja, dann sage ich doch danke fürs Zuschauen, probiert es auch mal aus und lasst ein Abo und ein Like da. Und ich hoffe, ihr seid das nächste Mal wieder mit dabei. Danke, ciao zusammen.